Was gesetzt ist ja auch die Straßen. Da geht es am Abgrund entlang. Dem Himmel so nah. Und da sieht man die Straßen, da sind wir hergekommen. Da hinten haben wir heute geschlafen, der Kurtl und ich. Sehr gut haben wir geschlafen. Und jetzt gibt es einen Kaffee. Der Kurtl hat schon mal aufgestellt. Los, guten Morgen, Kurbo! Die Kirchenglocken läuten, wir müssen zur Kirche. Jesus, nein! Der arme Kurtl hat am Balkon geschlafen, weil ich so viel geschnarcht habe. Dafür gibt es jetzt ein gutes Frühstück mit Schinken, Salami, Weckerl und einem starken italienischen Espresso. Guten Morgen aus Treppo. Wir haben gut geschlafen, sagen wir halt einmal so. Und haben gut gefrühstückt und jetzt geht's los. Wir fahren jetzt die Panoramica delle Vette. Das ist also eine lässige Straße, die es da gibt, auf in die Berg. Und da wollen wir jetzt einmal als Erster schauen. Und dann werden wir sicher noch eine weitere Tour machen. Und dann geht es Richtung Süden hinunter, in Richtung Cemona. Ja, da drinnen sind sie gestanden. Und der Kurtl, der tut gerade aufpacken. Weil das ist nämlich einmal ganz eine schöne Arbeit. Wir verlassen jetzt wieder Treppo mit unserem lässigen Hotel. Haben wir gut geschlafen, gutes Essen gehabt, gutes Abendessen, gutes Frühstück. Jetzt geht's aus Richtung Ravalsklettau. Das ist der Startpunkt der Panoramica delle Vette. Wir waren ein kleiner im Friaul in die Berg. Doch ein wenig verschlafen, aber es ist Wochenende. Ist noch keiner auf. Immer lässig die kleinen Dörfer da im Friaul, immer so schön ausgeputzt. Wetter passt auch heute. Es war schon so warm beim Anziehen. Schon 23 Grad gehabt. Aber am Fahren kühlt es. Ja, das haben wir schön Ravalsklettau. Vorhin sind noch ein paar Mopedfahrer mehr gekommen. Ein paar Italiener mit den Rees und Royal Enfield Himalayan. Jetzt sind wir schön Ravalsklettau. Und am Ortsbeginn ist dann die Straßen, wo wir hinwollen. Ah, da ist das Moho, genau. Da war der Wolf vor. Da ist das Ortsende von Ravalsklettau. Und gleichzeitig der Beginn der Panoramica delle Vette. Da passt schon, gell? Ja, jetzt haben wir schon eine ganz schöne Höhe erreicht. Die Aussicht ist schon grandios. Strada senza barriera. Jetzt sind wir da in der Nebelzone drinnen oder in der Wolkenzone. Mal sehen, wie weit das aufgeht. Aber es kann sein, dass wir durchstechen und dann oben in der Sonne fahren wieder. Das hoffe ich zumindest. Ja, ausgesetzt ist es ganz schön da. Sind wir mitten im Nebel drinnen, aber es ist ganz hell, die Sonne kann nicht mehr weit weg sein. Da schaut es richtig mystisch aus, wenn man da fährt in dem Nebel. Lauter Kühe. Grüß euch. Ah, jetzt wird es schotter. Ah, da sind die Kühe. Müssen wir vorsichtig sein. Weil die Kühe brauchen immer die ganze Straßen. Ja, ist schon gut. Sehr gut. Haben wir ja alle Platz, ne? Die durch die Südflanke des Gebirgszuges des Monte Cross, die 2250 Meter ziehende, aussichtsreiche Bergstraße Panoramica delle Vette gilt als landschaftlich schönste Panoramastraße Friaul-Julisch-Veneziens. Da löst sich der Nebel ein bisschen auf da. Die traumhafte Aussicht macht die Fahrt zu einem einzigartigen Erlebnis. Es fühlt sich an wie auf einem langgezogenen Balkon mitten in den Bergen. Panoramica delle Vette heißt übersetzt völlig zutreffend so viel wie Ausblick über die Gipfel. Jetzt weiß ich, warum die Straße Panoramica heißt, weil die Aussicht da ist schon geil. Es wird immer spektakulärer da. Was
ausgesetzt ist ja auch die Straße. So zirkt der Nebel herum. Ja, jetzt haben wir schönes Wetter. Jetzt haben wir durch den Nebel durchtaucht. Wow, ha. Da fahren wir gleich alle da. So eine mega Stimmung da. Licht, Schatten. Ja. Da geht es am Abgrund entlang. Einspurig, würde ich sagen. Dem Himmel so nah. Aber super, dass es da überhaupt eine Straße gibt. Da rauf. Die heutige Panoramica delle Vette wurde im Ersten Weltkrieg als Kriegsstraße angelegt und vor dem Zweiten Weltkrieg ausgebaut. Da ist besser vorsichtig gefahren. Weil da ist Absturzgefahr. Und da sieht man die Straßen, da sind wir hergekommen. So, wir sind angekommen. Fast oben auf der Panoramica delle Vette. War eine super Fahrt. Es ist zwar viel asphaltiert auf dieser Seite, aber dennoch sind einige Schmankerl dabei, einige schöne Schotterstiegeln. Noch wenige Motorradfahrer unterwegs und angeblich da drüben in 2 Kilometer ist eine Hütte. Und da kommen die nächsten 2 Endurofahrer. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Grüß euch, Papa, servus! So. Grüß euch, servus, ciao! Ja, da schauen die Leute mit der GS. Wenn du sagst, dass die 27 PS hat und 300 Kubik, da schauen sie sich ein wenig mitleidig an. Aber das Gewicht ist halt der Vorteil. Zumindest auf den Straßen da finde ich das Glas. Und es fährt sich so leicht. Jetzt sind wir bereits wieder auf Asphalt. Da drüben ist schon die italienische Flagge gehisst. Und hinter dem Hügel da habe ich schon eine Hütte gesehen. Und da werden wir jetzt einmal einkehren. Das ist die Malga Chiantinis. 1900 Meter hoch. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Ja, da ist schon ein super Ausblick. Es sind schon ein paar Radlfahrer da und ein paar Mopedfahrer mit einer Beta Alp 4.0 und einer Fantic Trial. Eine lässige Maschine. Und man kann sogar übernachten da, Bedrooms. Und da ist die Hütte mit Nebel und Ausblick. Und jetzt wird es einmal Zeit für ein Frühstück. Und manchmal müssen es einfach nur die Elektrolyte sein. Nein, es gibt ja was zum Essen auch. So eine kleine Mixplatten. Gestärkt geht's weiter auf der Panoramica. Der Nebel ist ein bisschen aufgekommen, schon während der Jausen. Aber das zirkt nur herum da. Da unten ist nochmal die Hütte. Boah, da geht's dahin. Hey. Die Leitschienen sind nicht überall eindruckt. Wo irgendwie ausgeritten ist. Jetzt sind wir schon wieder ziemlich herunten, sind wir schon wieder im Waldgebiet,
Und war eine super Tour, taugt mir voll da. Muss ich sagen. Ein bisschen hängen die Wolken einer. Aber je weiter das Probe kommt, desto wärmer wird es wieder. Ich finde, es ist eine absolut schöne Gegend da. Und von uns aus Österreich wirklich nicht weit her. Da kann man, so wie wir jetzt übers Wochenende mal herschauen, man kann ein bisschen Schotterstraßen fahren, kleine Straßen, und hat ein bisschen eine Abwechslung. Jetzt sind wir in Comillans und jetzt schauen wir, dass wir weiterkommen nach Sabada und dann über den Forcella Lavadet weiter nach Sauris. Und zwischendurch kann man es einmal so richtig laufen lassen, auch mit nur 27 PS. Sind wir wieder auf der richtigen Straße nach Sabada. Der wollte uns da durchs Gemüse leiten, der Auswand-App. Was ich nett ist, aber da war Fahrverbot. Da haben wir uns dran gehalten und jetzt fahren wir da. Sabada ist eine kleine Gemeinde in der Provinz Udine, Region Friaul, wo Deutsch gesprochen wird. Sabada befindet sich auf einer Höhe von 1200 Meter Höhe in den Dolomiten. Das naturalistische Szenarium rund um Sabada sowohl im Sommer als auch im Winter ist für Liebhaber der Dolomitenbergwelt in Italien ein unbeschreiblicher Anblick. Ja, Reini, das ist unser Bar, da waren wir heuer drinnen schon, wenn du dich erinnern kannst. In San Stefano di Cadore heißt das, glaube ich, da. Im nordwestlichen Winkel der Karnischen Alpen erstreckt sich die Hochalm Malga di Razzo rund um den weiten felsumturmten Sattel des Sella di Razzo. Dies ist schon insofern bemerkenswert, als in den Karnischen Alpen ansonsten eher durch weitläufige Nadelwälder als durch sonnendurchflutete Almen geprägt sind. Wir haben diesmal die Ostauffahrt von Comillans über Val Legano durch das vornehmlich bewaldete Val Besarida zur Passhöhe gewählt. Wir sind jetzt nicht den Forcella Lavadet gefahren, der ist vorübergehend geschlossen, also wer aber in der Gegend ist, haben wir nicht gemacht jetzt, sondern wir haben Umdreht und fahren jetzt nach Sauris weiter. Sauris di Sopra, sehr schöner Ort, jetzt gleich sehen. Ja, da unten ist schon Sauris. Ja. Die Gemeinde Sauris inmitten der Schönheit der Karnischen Alpen ist ein kleines Bergdorf, in dem noch jahrhundertealte, authentische Traditionen lebendig sind. Das macht Sauris zu der höchstgelegenen Gemeinde in Friaul Julisch-Venetien, ein Kleinod zwischen den majestätischen Gipfeln der Dolomiten, das es zu jeder Jahreszeit zu entdecken gilt. Wird das Wasser noch vom Brunnen geholt. Richtiger schöner Ort des Sauris. Sauris liegt auf einer Höhe von 1212 Meter über dem Meer, hat 390 Einwohner, die Sprachen sind Italienisch, Frulanisch und Deutsch und sie brauen sogar ihr eigenes Bier hier oben. Doch wir sind schon wieder herunten und sind in der Nähe des Tagliamento-Flussbettes von Cimona. Hier juckt es uns, ein bisschen Offroad im Schotter zu fahren. Vor allem Kurtl spürt es in sich. Und jetzt gibt es eine kleine Show-Einlage vom Kurtl. Ich bin immer ganz begeistert, wie leicht es bei ihm ausschaut und wie schwierig das in Wirklichkeit ist.
Schlafen, wenn es dann alle weint. Da sind wir angekommen, der Kurtl.de, da sitzen wir jetzt, im Alaspiedo heißt das, gell? Das sind Tschechen da, spielen schon klasse Musik und jetzt werden wir gleich eine Spaghetti Bolognese bestellen. Nichts Extravagantes, aber wir haben uns heute echt angestrengt, ein Bier haben wir uns auch verdient und dann suchen wir uns dann einen Platz zum Schlafen. Und da haben wir so ein lässiges, altes Auto und eine alte Vespa. Da ist super. Jetzt sind wir in Cimona, jetzt kaufen wir noch was zum Trinken und dann geht's zu unserem Schlafplatz direkt am Tagliamento. Ja, jetzt sind wir schon am Tagliamento und suchen unseren Schlafplatz. Wie die richtigen Abenteurer heute. Der Kurtl hat schon was gefunden. Ich grau mich da noch durchs Gemüse, durch Steine und Sand. Ah, da ist super, ha? Da geht's schon, gell? Ah ja, das geht schon. Und das ist der Ausblick von unserem heutigen Schlafplatz auf den Tagliamento. Und Sonnenuntergang ist auch gerade gewesen. Ja, so schaut das da aus. Hier ganz gemütlich. Da fährt auch noch einer zum Boden. Sein Mitsubishi Pajero. Und da ganz vor dem Bild, 500 Meter weg, ist der Kurtl und der tut gerade das Bier einkühlen. Geile Abendstimmung. Der Kurtl baut da sein Schlafstör auf, wie ein Moskitonetz. Den werden die Gösen nicht fressen auf die Nacht, bei mir bin ich mir nicht sicher, ha? Ich glaube, das wird gar nicht, aber da halt eh Angst vor den Ameisen. Okay. Und da fliegt so ein Motordrachen über uns drüber. Schönen guten Morgen aus dem Tagliamento-Flussbett. Da hinten haben wir heute geschlafen, der Kurtl und ich. Sehr gut haben wir geschlafen. Man muss zwar ab und zu mal aufwachen und aufs Klo gehen vielleicht. Und da hinten war Musik, hat gespielt bis 1 in der Früh. Aber trotzdem haben wir gut geschlafen. Es ist kein Regen gekommen. Das hat gut gepasst. Wir haben nämlich schon Angst gehabt, weil es so schwarze Wolken waren. Und jetzt gibt es einen Kaffee. Der Kurtl hat schon mal aufgestellt. Da ist mein eleganter Plastikbecher vom Hotel, weil leider habe ich vergessen, einen Becher mitzunehmen. Aber das geht auch. Und? Ah, das ist heiß. Ist heiß? Ja, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, in der freien Natur zu schlafen. Nicht in einem 5-Stern-Hotel, sondern in einem 1000-Stern-Hotel mit den 1000 Sternen über einen. Das ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und das kann man mal zwischendurch machen. Man muss halt auf einiges verzichten, so wie das Frühstück. Halt schon fix und fertig hergerichtet, dieses Buffet, wenn man oben geht. Aber das macht nichts. Auf die Dusche muss man auch verzichten. Der Kurtl ist im Bach reingekupft, im Fluss hinten. Das geht auch, ist zwar kalt, aber haut schon alles hin. Wenn man nicht zu anspruchsvoll ist beim Reisen. Und das war die Behausung da. Der Kurtl hat sein Netz aufgespannt. Wegen die Ameisen, weil es waren einige Ameisen, die bei mir drüber gerallt sind. Gelsen waren keine. Aber das ist eine gute Alternative. Das gibt es beim Amazon, da kann man im Freien schlafen und ist von den Ameisen geschützt und von den Gösen. Und wenn es so warm ist wie gestern, dann ist das praktisch. Und da steht mein Honda Rally und da hinten ist das Flussbett vom Tagliamento einmal. Und natürlich schauen wir uns das auch aus der Drohnenperspektive an. We'll be right back.
Wir sind wieder bereit, um aufzubrechen auf unsere letzte Fahrt. Jetzt geht's in Richtung Heimat. Ja, jetzt geht's alles. Mal aus, wo man sich hier versaut. Schau da. So ein bisschen dahin eiern da. Da muss ich ein bisschen dahin eiern, weil es so angeschwemmt ist und war. So, jetzt schaut das natürlich bei Isa. Ja, ist das bei uns? Ja, ich habe Sound durchfahren, kein Wasser durchfahren. Juhu! Da haben wir schon Sound. Und schau noch! Schau, Salve! Schau da! Wir haben wirklich ein Sofa herzhaft. Ich habe noch nie gesehen. Sofa und Zelt. Da. Mit Lampe. Und da ist das Richtige. Tippi-Camp. Ha? Weil das Wappen ist nicht gemacht für das oben. Ja, super, gell? Das ist echt geil. Dann haben wir schon wieder Asphalt unter den Rädern, aber bevor es weitergeht, machen wir mal kurz Stopp für ein Frühstück. Jetzt haben wir gerade gefrühstückt, da lässig, in dem Restaurant. Und jetzt geht es weiter Richtung Davis zur Grenze und dann Richtung Heimat. Doch vorher geht es noch vorbei an Venzone. Venzone liegt auf der linken Seite des Tagliamento an der alten Straße, die einst nach Norden führte. Die geografische Beschaffenheit des Tales hat Venzone schon seit der Keltenzeit 500 vor Christi zu einem unumgänglichen Durchgangspunkt gemacht. Das schlauchartige Kanaltal trennt im Dreiländereck Italien, Österreich, Slowenien die Karnischen von den Julischen Alpen und den Karawanken. Die Dolomitenstraße und das Canal del Ferro, Eisental, führen nordöstlich von Udine in Richtung Julische Alpen und weiter bis Slowenien. Im Norden ist das Val Canale mit seinen Steilwänden und malerischen Dörfern besonders beeindruckend, vor allem wenn man die vielbefahrene Hauptverkehrsroute von Österreich nach Italien verlässt. Jetzt sind wir schon in Davis und wir haben den Grenzübergang auf der Bundesstraße ausgesucht. Da fahren wir einmal durchs Zentrum. Einiges los am Wochenende wieder. Ein wenig verschlafen wirkt der alte Grenzübergang von Italien nach Österreich. Da kann auch das Museum del Dogana, das Zollmuseum, nicht viel dagegen tun. Wir sind auf jeden Fall froh, wieder gut in Österreich angekommen zu sein und freuen uns jetzt auf einen Kaffee am Wörthersee. Jetzt wollen wir danken und jetzt geht's weiter in Richtung Klagenfurt. Da sind wir schon. Jetzt sind wir am Wörthersee und da wachsen sogar die Palmen. Der Wörthersee ist der größte See Kärntens und zugleich aufgrund seiner klimatischen Lage einer der wärmsten Alpenseen. Der Grund des Sees bis zur Uferlinie gehört den Bundesforsten sowie zumindest ein an den See angrenzendes Seegrundstück. Das Gewässer selbst ist öffentlich. Der Zugang wird durch überwiegend private Eigner an anliegende Seegrundstücke beschränkt. Die glauben, sie kriegen was von mir, aber ich habe nichts. Den Verlängerten könnt ihr euch einschieben, aber wir haben jetzt keine Freude, glaube ich. Herzlich willkommen am Wörthersee. Machen Sie Urlaub bei Freunden. Ah, da ist einer. Ein Freund, nicht? Der sitzt da mit seinem Eisergürtel. Der Wörthersee ist knapp 20 Quadratkilometer groß und erstreckt sich in Ost-West-Richtung über 16,5 Kilometer. Das war unser kurzer Zwischenstopp am Wörthersee, auf einem Café. So, jetzt geht es Richtung Franschach. Wir waren gerade in Wolfsberg. Und da fahren wir, damit es nicht da so fad ist, die Heimfahrt, jetzt über die Weinebene. Ja, und das ist eine meiner Hausstrecken und dementsprechend zügig geht's voran.
Jetzt sind wir in Drahütten und es regnet wirklich volles Rohr heute. Da sind wir gerade am Rand von der schwarzen Wolken und die leert jetzt aus da. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Lasst mal bitte ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr versäumt. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Ein paar Tipps und Tricks und auch was Neues oder was Altes, wo ihr schon wart. Demnächst geht's wieder in den Süden und zwar mit dem Roland auf den Tet Slowenien. Also, bis bald und macht es gut. Baba.